Kleinkariert. Ich bin nicht kleinkariert, aber diese Videoreihe wird sehr kleinkariert im positiven Sinne. Ihr habt es euch ganz oft schon gewünscht, dass wir mal ein Projekt vom sozusagen allerersten Schritt bis zum allerletzten komplett in jedem Detail abdecken. Genau das machen wir jetzt auch. Und wenn das euch gefallen sollte über alle Teile, dann machen wir das auch so weiter. Wenn nicht, dann nicht. Wir probieren es jetzt mal aus. Das wird jetzt wie beim Werkzeugschrank, nur dass wir wirklich richtig ins Detail gehen. Das heißt, wir schauen uns bei diesem Projekt jeden Schritt an. Das heißt, es wird einige Videos dauern, bis wir fertig sind. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich glaube, dass wir ganz viel an diesem Projekt zeigen können. Ich hatte ja schon mal gefragt, was könnte mein Herzensprojekt sein? Und ich glaube, der eine oder andere wird jetzt gleich Tränen in den Augen kriegen, weil er sich denkt, boah, das kann nicht wahr sein. Ich werde jetzt eine Hobelbank bauen. Ja, ich werde meine andere nicht wegschmeißen, die kommt jetzt hier hin. Einmal zur Erklärung, warum baue ich mir jetzt eine Hobelbank? Ich bin ganz ehrlich, ich habe meine Hobelbank ja angefangen aufzuarbeiten, auch umzubauen mit der Schiene. Das ist alles super. Allerdings kommt jetzt der Punkt, wo ich ernsthaft beide Zangen der Werkbank oder Hobelbank um- und abbauen müsste und neue dran bauen müsste. Und da kommt rein rechnerisch schon so ein bisschen der Gedanke in meinem Kopf zu sagen, wenn ich all das neu kaufe, dann kann ich eigentlich auch schon fast eine neue Hobelbank bauen. Und als ich das gedacht habe, war es schon zu spät. In meinem Kopf war es so, jawohl, geil, ich baue mir endlich mal meine eigene Hobelbank. Und das hat mehr Gründe, als dass sozusagen ich Teile austauschen müsste. Es ist natürlich so, die Arbeitshöhe kann ich jetzt perfekt anpassen und ich kann vor allen Dingen all die Features einbauen, die ich haben will. Und ganz wichtig, andersrum, all die Features nicht einbauen, die die meisten klassischen Hobelbänke einfach haben. Und das ist zum Beispiel bei meiner alten, dieser Werkzeugschacht hinten, den ich echt ungünstig finde. Die Möglichkeit, unten drunter Schubladen einzubauen, ist durch die Bauart der Hobelbank auch sehr beschränkt, ohne dass ich jetzt wirklich massiv in die Konstruktion eingreife. Das heißt, diese Hobelbank wird hier rüber wandern. Wird, und das finde ich sehr cool, genau da zu sein, nur noch als Schleifwerkbank benutzt zu werden. Dafür ist auch mein Spannsystem, was ich eingebaut habe von Craig, perfekt. Das macht das Schleifen wirklich viel einfacher, das habe ich da schon gemerkt. Das heißt, wir bauen hier eine feste Schleifstation, auch der Tormek wird wahrscheinlich da drauf kommen. Und für das richtig schöne Arbeiten, fürs Zinken und was wir nicht alles machen, bauen wir uns jetzt eine richtig, richtig tolle Hobelbank. Dazu sei gesagt, ich habe keinen Plan, wie sie aussehen soll, außer einen kleinen Plan in meinem Kopf. Das heißt, ich bin aktuell, was die Planung angeht, bei der Platte. Ich habe für das Gestell schon eine grobe Idee, sonst hätte ich ja auch noch kein Holz kaufen können. Und das heißt, diesen Schritt 3D-Modell, den werden wir dieses Mal auch wieder nicht abdecken, weil ich keins habe. Das machen wir nochmal gesondert. Jetzt sprechen wir zuallererst mal über das, was eigentlich zumindest den Grundstein für jedes Projekt legt. Und das ist die Holzauswahl und auch der Holzeinkauf. Denn wenn wir beim Holzeinkauf Fehler machen, wird es A teuer, weil wir nachkaufen müssen, oder B katastrophal, weil wir etwas bauen und am Ende feststellen, oh, hätte ich mal andere Jahrringe genommen, meine Hobelbank sieht aus wie eine Banane. Und genau das schauen wir uns jetzt einfach einmal kurz an. Was heißt kurz? Mal gucken, wie lange es dauert. Wir können erstmal zuallererst sagen, oder ich, dass ich meine Hobelbank aus Ahorn bauen werde. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass Ahorn tatsächlich eins der Harthölzer ist, die verhältnismäßig günstig zu erwerben sind. Achtung, ich sage es jetzt heute einfach mal, weil das schon oft gewünscht wurde. Diese vier Bohlen Ahorn haben so ungefähr 800 Euro gekostet. Einfach, damit ihr mal eine Größenordnung habt. Ist das viel? Also ich habe selber auch kurz geschluckt, weil ich den Kubikmeterpreis nicht ganz richtig hochgerechnet hatte in meinem Kopf. Aber andersrum, ich sage es eigentlich ja oft, Holz ist nun mal auch ein Werkstoff, der langsam wächst, der einen ganz, ganz hohen Wert hat. Und diese Hobelbank soll ja auch für immer sein. Also meine Hobelbank, die ich jetzt aktuell habe, die ist im Besitz meiner Familie wesentlich länger, als ich lebe. Und genau das möchte ich mit meiner eigentlich auch erreichen. Ich möchte eine Hobelbank bauen, die ganz, 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 ganz viele Jahre, gerne auch Generationen überdauert, die vielleicht irgendwann mal für meine Tochter sein kann,
was auch immer sie dann daraus macht. Sie kann sich daraus meinetwegen auch einen Esstisch bauen, wenn sie das will. Aber deswegen diese Auswahl. Und Ahorn vor allen Dingen auch deshalb noch, natürlich ist der Preis ein Argument. Das andere Argument ist aber, dass ich helles Holz sehr schön finde. Also Eiche eignet sich für eine Hobelbank, finde ich, nicht, weil sie, Eiche ist einfach sehr, sehr grobporig. Ahorn ist das nicht. Und hell, finde ich, macht viel Sinn. Jetzt quakt der Nachwuchs im Hintergrund. Hell macht Sinn, weil das einfach sich so ein bisschen abhebt. Also ich habe zwar hinten die Eichenmöbel an der Wand, aber an sich ist die Werkstatt recht hell und das möchte ich auch gerne beibehalten. Ich habe, da gehe ich aber erst ganz, ganz später darauf ein, wenn wir wirklich bei der Platte sind, ich habe noch einen richtigen Hingucker für diese Platte vorbereitet. Ich würde es euch jetzt schon gern zeigen, mache ich aber nicht. Das gucken wir uns an, wenn es soweit ist. Lasst euch also überraschen. Ich kann schon mal sagen, ich hätte gerne Purple Heart gehabt, aber das ist tatsächlich in Deutschland sehr schwer zu bekommen. Und wenn man über ernsthaftere Mengen Purple Heart nachdenkt, dann wird es wirklich sehr teuer und nur für ein Gimmick ist es dann vielleicht nicht das Richtige. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn man so ein Möbel plant, dann sollte das Finanzielle nicht im Vordergrund stehen, das muss man ganz ehrlich sagen, sondern man sollte sich gut überlegen, was für Holz macht für meine Arbeit Sinn. Eiche habe ich noch ohne Ende hier liegen, aber wie ich gesagt habe, das grobporige Holz der Eiche ist für eine Hobelbank nicht so richtig optimal. Deswegen Ahorn. Was kann man zu diesem Ahorn noch sagen? Das sind 68er Bohlen. 68 wie fast 7 cm dick pro Stück. Das sind ziemliche Kracher. Die sind auch so um die 64 breit im Durchschnitt. Beziehungsweise die hier ist, wo ich gerade mal messe. Das kann ich euch auch nochmal erklären. 68. Warum steht jetzt hier 68, aber auf der Bohle 64? Das liegt daran, dass jeder seriöse Holzhändler euch den Kern, den ihr in der Regel nicht verbauen könnt, rausrechnet. Das heißt, das Maß, was ihr messt, stimmt nicht unbedingt mit dem Maß überein, was am Ende auf der Bohle steht und was ihr bezahlt, weil ein, wie gesagt, guter Holzhändler rechnet euch solche Sachen, genauso wie Defekte im Holz, eigentlich raus, weil er weiß, so wie in diesem Video, da haben wir ja über so ein Stück gesprochen, das steht tatsächlich hier rechts immer noch, es gibt einfach Teile, die für den rein gewerblichen Gebrauch eigentlich kaum noch zu benutzen sind. Rein gewerblich ist also wirklich eine Tischlerei, die nur auf Masse geht und Vollgas gibt. Das sind wir nicht. Das heißt, wir schneiden den Kern trotzdem raus in dem Fall, weil wir bei einer Hobelbank darauf achten müssen, dass sie möglichst flach bleibt. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wenn wir gleich einmal die Bohlen von der Seite zeigen, werden wir sehen, dass wir einige Bohlen haben, die wirklich sehr, sehr schöne Jahrringe haben. Und wir haben auch ein paar, wo die Jahrringe nicht so perfekt sind. Und da ist erstmal wieder die Überlegung, wenn ich einkaufe, was brauche ich alles? Die Antwort in meinem Fall ist, ich brauche eine richtig fette, dicke Hobel-Arbeitsplatte. Dafür brauche ich stehende Jahresringe, damit die Platte sich möglichst wenig verzieht, wenig arbeitet. Für die Beine wiederum, da kann ich ruhig anderes Holz benutzen, weil ich im Zweifelsfall, um wirklich massive Beine zu bekommen, sowieso zwei Platten aufeinander leimen muss, um wirklich dicke Beine hinzubekommen. Und da ist es dann wieder nicht ganz so schlimm, wenn die Maserung etwas anders ist. Das heißt, wenn ich das vorher schon grob weiß, kann ich bei der Holzauswahl auch eine Bohle nehmen, die nicht perfekte Jahrringe hat und dann vielleicht sogar ein bisschen was dabei sparen. Was wichtig ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung in meiner alten Werkstatt. Die meisten von euch werden sie nicht kennen, weil damals hatte ich noch recht wenige Abonnenten. Ich verlinke euch die Werkstatttour mal hier. Überlegt euch richtig, richtig gut, wenn ihr Holz bestellt, wie kriege ich das Holz in meine Werkstatt und kann ich das überhaupt weiterverarbeiten? Denn ich bin ganz ehrlich, von diesen Bohlen kann ich gar keine hochheben. Nicht mal ansatzweise. Die sind so schwer, dass ich die alleine nicht verarbeiten kann. Das heißt, ich kriege die auch alleine ohne Hilfsmittel nicht hier in die Werkstatt rein. Das heißt, wenn ihr so eine alte Werkstatt wie ich, wo man direkt um zwei Türen rum muss, ist sowas auf einmal unmöglich. Und das ist ganz wichtig, sich vorher zu überlegen, bekomme ich das Holz in die Werkstatt und wenn ich das Projekt dann plane, zum Beispiel diese Hobelbank, dann ist es auch wichtig zu überlegen, wo steht die Hobelbank und ziehe ich vielleicht irgendwann mal um. Dann sollte ich nämlich darauf achten, dass ich die Hobelbank im Zweifelsfall zerlegbar baue, damit sie im schlimmsten Fall durch eine normale Haustür passt. Bisschen Rinde abgebröselt. Was ich dazu sagen kann, ist, meine Hobelbank wird
nicht durch eine normale Zimmertür passen müssen. Das heißt, wir gehen auf eine solide Konstruktion, die nicht auseinanderbaubar ist. Denn A, habe ich ein 3x3 Meter Tor und B, habe ich mir nach meiner allerersten Werkstatt geschworen, dass ich so einen Scheiß nie wieder mache und nur noch Werkstätten habe, wo ich einfach gerade theoretisch mit einem, keine Ahnung, mit einem Radlader reinfahren kann. Insofern, das sollte man bedenken. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz da die Jahrringe an und gucken uns dann mal die Bohle im Langen an, weil dann haben wir nämlich eigentlich schon ganz grob über den Einkaufsteil gesprochen. Wichtig, ich sage es nochmal, ich habe es zu Anfangs gesagt, das geistert mir selber im Kopf rum, ich habe Ahorn gewählt, weil es günstig ist, das habe ich gesagt, aber trotzdem auch gewählt, weil es das richtige Holz ist. Wenn man jetzt nur nach dem Preis geht, hätte man auch eine Fichte Leimholzplatte kaufen können. Da ärgert ihr euch irgendwann, weil sie einfach nicht die Belastung aushält, die so eine Hobelbank hat. Und das nochmal ein wichtiger Punkt zur Planung. Eine Hobelbank, ich habe es ja gerade gesagt, diese Bohlen sind sauschwer. Eine Hobelbank sollte extrem schwer sein. Je schwerer eine Hobelbank ist, umso besser, weil sie einfach sich beim Arbeiten nicht bewegt, nicht wackelt. Die steht wie ein Panzer und genau das soll sie auch. Das heißt, dicke, fette, schwere Bohlen, schon mal super für eine Hobelbank. Jetzt geht's zu den Jahrringen. Was wichtig ist zu sagen ist, wir sehen hier, oder ihr seht es wahrscheinlich auch, eine Nummer, das ist die 836. Das steht auf allen Bohlen und das steht da drauf, weil das sozusagen der Baum 836 in dem Fall ist. Das heißt, alle diese Platten stammen vom selben Baum. Und jetzt werdet ihr sagen, ja, aber ich kann hier, bis auf einer Bohle kann ich doch überhaupt gar nicht erkennen, wie die Jahrringe sind. Das ist richtig, das ist aber gar nicht so schlimm, weil wir sehen hier, A, sehen wir, warum wir den Kern einer Bohle nicht verarbeiten. Das findet meine Tochter auch sehr interessant, die quakt gerade mit. Nämlich, der eignet sich einfach nicht, das reißt hier komplett. Das heißt, deswegen wird das auch rausgerechnet. Aber was ich sehen kann, ist, ich sehe, dass hier der Kern ungefähr von hier bis hier geht. Das heißt, das ist der Teil, der wegfällt. Das sind, wenn ich meine tolle Messmethode mache, in etwa, ja, 14 cm, die man grob rausschneiden sollte. Der Vorteil ist, dadurch, dass das alles derselbe Baum ist und ich hier schon sehe, wie die Jahrringe sind, kann ich relativ gut erkennen, wie die Jahrringe bei den anderen Bohlen sind, weil es nämlich mal ein Baum war. Und das ist wichtig, darauf zu achten. Und was ich auch wichtig finde, ist, neben der Wichtigkeit der Jahrringe, das hatte ich ja schon gesagt, dass man sich da gut überlegen muss, was man wofür nimmt, ist es so, wenn ich verschiedene Stücke Eiche kombiniere, die nicht vom selben Baum sind, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass die Farbe sich wirklich sehr, sehr deutlich unterscheiden kann. Und da wundert man sich oft, wie unterschiedlich ein und dasselbe Holz aussehen kann. Da ich jetzt hier aber den gleichen Baum habe, das ist also alles der gleiche Baum, ist die Chance, dass es ganz, ganz fürchterlich anders ist, relativ gering. Und wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo feststelle, ich habe eine spannende Maserung irgendwo drin, dann werde ich sie irgendwo anders wahrscheinlich auch wiederfinden. Und das finde ich ist sehr cool, denn so werden am Ende alle Stücke Ahorn in meiner Werkbank zusammenpassen, weil sie aus demselben Baum sind. Und jetzt gehe ich nochmal ans andere Ende der Werkbank. Ich sage schon Werkbank, auch wenn sie noch lange nicht fertig ist. Und dann sage ich euch nochmal was Wichtiges, worauf ihr beim Holzkauf auf jeden Fall achten solltet. Wie gesagt, hier sehen wir sehr eindrucksvoll, warum man den Kern nicht mitverarbeiten sollte. Zuallererst sei gesagt, ihr seht vielleicht immer noch diesen Heizlüfter neben mir. Ich habe ja vor einiger Weile bei Manomano mir sowohl einen Ofen als auch Ofenrohre besorgt. Aber das Installieren eines solchen Ofens ist doch etwas schwieriger, auch wenn der Schornsteinfeger an sich sehr nett ist. Also für alle die sich fragen, was ist eigentlich mit deinem Ofen und ist es mittlerweile warm? Nein, es dauert noch etwas, aber ich hoffe, dass ich es bald hinkriege. Das also nur am Rande. Am Rande ist auch wichtig, darauf zu achten, ob die Ränder unserer Bohlen eine gute Form haben. Und das ist wichtig, denn oft ist man verleitet, zum Beispiel sich eine Bohle anzugucken und zu sagen, boah, die Länge ist super, die Breite ist geil. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass sie eine sehr starke Kurve macht. Und das hat den Vorteil, dass man am Ende vielleicht eine tolle Länge hat, aber nicht wirklich lange, breite Stücke rausbekommt. Das heißt, man sollte, das ist eigentlich, nehmt es mir nicht übel, das ist eigentlich fast logisch, dass man darauf achtet, aber ich sage es trotzdem einfach mal,
Es ist wichtig, darauf zu achten, wenn ihr lange gerade Stücke braucht, dass eure Bohlen auch lang und gerade sind. Das heißt, wenn wir jetzt hier diese Bohle anschauen, das gilt für alle weiteren auch, denn es ist wie gesagt derselbe Baum. Was wir sehr gut an dieser linken Ecke erkennen können, die werdet ihr wahrscheinlich kaum sehen, aber die ist bei allen Bohlen genau gleich. Das ist nochmal ein super Hinweis. Natürlich könnte euch auch ein unseriöser Holzverkäufer sagen, ja, ja, das ist alles derselbe Baum. Du kannst es hier wirklich sehen. Und was wir auch sehen ist, dass die alle, wenn ich hier so eine Breite mir auflege, die ich rausschneiden kann, dann ist die so gut, dass meine Tochter heute wirklich sehr aktiv ist und sich total freut. Das heißt, gute 60 Zentimeter, da lacht sie richtig. Gute 60 Zentimeter kriegen wir hier gerade raus. Da müssen wir natürlich noch den Kern abziehen. Und wenn wir den Kern ganz minimal berechnen, landen wir bei den 64, die auf der Bohle stehen. Das heißt, wir sehen, ein guter Holzhändler spielt uns wirklich in die Karten. Der macht schon viel für uns, rechnet viel raus, was wir sonst selber machen müssten. Und wir können am Ende wirklich mit zwei Besäumenschnitten eine Bohle haben, die sehr gerade ist. Das heißt, wir können sie dann schnell weiterverarbeiten. Und das macht auch das Layout, was tatsächlich dann erst das nächste Video wird, weil wir wirklich sehr kleinteilig sind diesmal, sehr einfach. Denn wir können im Layout uns dann schon, wenn wir die Teile besäumt haben, sehr gut auf die Referenzkanten verlassen und von da aus perfekt messen, was wir eigentlich wirklich brauchen. Wichtig ist, ganz am Ende nochmal zu sagen, ich habe jetzt hier vier Bohlen. Ich würde mal sagen, mindestens eine davon ist zu viel, weil es natürlich sein kann, dass ich beim Aufsägen oder Verarbeiten doch noch irgendwelche Missstände oder Fehler im Holz erkenne, die einfach nicht zu verarbeiten sind. Oder ich schlicht und ergreifend irgendeinen bescheuerten Fehler mache. Das heißt, man sollte nicht zu knapp kalkulieren. Man sollte immer mehr kaufen, als man braucht. Wenn wir am Ende eine Bohle Eiche Ahorn mehr haben, die wir gar nicht verarbeiten, kann man vielleicht, je nachdem, wo ihr kauft, sie vielleicht sogar zurückgeben. Oder, da sind wir mal ganz ehrlich, zu viel Holz kann man eigentlich nicht haben, wenn es von hoher Qualität ist, weil es kommt immer das nächste Projekt. Und wenn man dafür schon mal eine Bohle Ahorn hat, ist man perfekt gerüstet. So, und das ist jetzt der erste Teil zu diesem Video, zu unserer Hobelbank, zu unserem riesen Projekt, das wir am Ende des Jahres anfangen und mal gucken. Ich denke mal, im Januar werden wir wahrscheinlich so in etwa fertig sein. Mal gucken, wie lange das wirklich dauert und wie kleinteilig dieser Bau der Hobelbank wird. Einer aus meinem Meisterkurs hat ja eine Hobelbank als Meisterstück gebaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an die denke ich sehr oft. Und ich hoffe, dass meine auch sehr schön wird. Sie wird allerdings ganz anders, weil ich einfach ganz andere Anforderungen an diese Hobelbank habe. Wie genau sie aussehen wird und was wir als nächstes machen, das habe ich schon gesagt, das ist das Layout, sehen wir nächste Woche, nächsten Mittwoch. Wir sehen uns am Freitag wieder und am Sonntag und schleichen uns so durch den Dezember und bauen jetzt mal ein richtig, richtig schön fettes Projekt. Also bis Freitag, macht's gut, tschüss!